Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial. Wird ja auch mal wieder Zeit, wa? Und zwar geht's um die Capture-Karte aus China, HDMI Video Capture. Die habe ich jetzt schon angeschlossen. Ich hatte schon mal das Video gemacht. Ich wollte eigentlich von Anfang an, jetzt sind wir so schon mittendrin, aber ich erkläre euch gleich alles. Und zwar haben viele gesagt, ja, wir kriegen über die China-Dinger keinen Ton. Die haben nur Video. Nein, ist falsch. Habe ich von Anfang an gesagt, dass es falsch ist, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Ich habe es die Möglichkeit, ich werde es euch zeigen, wie das funktioniert. Es sei aber am Anfang gesagt, ich habe sie mir als Backup-Lösung geholt, um mit dem PC zu, also beziehungsweise mit dem Laptop mal zu streamen, wenn der PC kaputt sein sollte oder so. Oder als Ausweichmöglichkeit oder so. Ich werde mir aber noch ein anderes Modell holen, weil die kann jetzt nur 1080p mit 30 FPS. Es gibt auch welche, die sind, kostet jetzt, was habe ich bezahlt, 20 Euro oder so. Es gibt auch teure für 80, 90 Euro. 100 noch was Euro habe ich auch schon gesehen. Die können auch 4K. Das will ich auch testen, inwiefern das kompatibel ist. Ich habe jetzt mein, ich zeige euch das mal kurz, ich mache das mal ab hier. Da ist denn ein 15 Meter HDMI-Kabel dran, ne? Der in mein HDMI 4:2 Splitter geht, also Verteiler, also mein HDMI Matrix, und dass der dann da reingeht. Das habe ich extra jetzt so geklemmt, dass das ist eigentlich der Kabel, der zum Fernseher geht, damit wir hier auch umschalten können, dass ihr das gleich seht, dass das wirklich über die Sache auch funktioniert. Und um euch die Unterschiede zu zeigen. Wie gesagt, wenn ihr das nimmt, ihr habt dann halt nur, da geht euer Capture-Signal, also eure Playstation rein, und dann habt ihr aber das Problem, ihr habt dann halt so ein Bild, wie ihr jetzt hier seht, mit den Einstellungen von OBS und so. Also ich empfehle dieses Gerät wirklich nur in Zusammenarbeit mit einem Splitter. Ich werde euch einen vernünftigen 1:2 und 4:2 und so, werde ich euch alles unten in die Videobeschreibung packen. Da kommt auch nochmal ein separates Video. Wie ich meins alles angeschlossen habe. Eins ist ja schon da, aber egal. Kommt nochmal ein besseres. Und weil da empfehle ich euch, ihr müsst das Signal teilen. Also ihr müsst ein HDMI in zwei machen, eins zum Fernseher oder Monitor und einen hierauf, weil sonst habt ihr die ganze Zeit so ein Bild und das ist kacke. Das wollen wir nicht. So, jetzt schließen wir das aber mal an. So. Und wir gehen jetzt erstmal auf Reaction. So, da habe ich jetzt erstmal, mache das extra mit OBS und nicht mit Streamlabs OBS, weil ich mir das nicht vollmüllen will. Ich habe auch schon ein Spiel an und das ist jetzt meine Capture-Karte, aber von der Avamedia. Ja, das ist meine Avamedia Capture-Karte. So, in der Testszene hier unten habe ich jetzt meine Cam drin. Ich habe hier das Videoaufnahmegerät drin. Das findet ihr unter USB, Freizeichen Video. Das habe ich eingestellt auf 1080p, höchstmögliche FPS. Hier gesagt er jetzt gerade 5, aber es sind eigentlich höchstmögliche FPS in 30. Weil ich habe jetzt an einem USB 2.0 Anschluss dran. Reicht zum Demonstrationszweck aus. Wir haben auch hier MPEG. Ach nee, das lag an MPEG. Gut, hier können wir Höchstmöglichkeit 30. Nehmen wir jetzt einfach mal MPEG. So. Okay. Und wir sind jetzt in einem Spiel. So, das ist jetzt nur der Lautsprecher hier über den Controller. Mach mal beenden. Das nervt mich jetzt gerade. Bist du sicher? Ich bin sicher. So, jetzt sind wir im Menü. Hier ist eigentlich auch schon Ton. Ihr seht aber, wir haben keinen Ton und wir haben hier unten auch keinen Ausschlag. Wenn wir auf die Capture-Karte gehen, also dieses USB-Video. Ja, selbst wenn wir hier sagen, wir wollen Wave-Sound oder wir wollen Direkt-Sound haben. Ja, machen wir mal Wave. Okay. So, haben wir jetzt hier immer noch keinen Ton. Ja, der Delay ist jetzt schon ein bisschen weniger geworden. Ja, aber trotzdem, wir haben immer noch keinen Ton. Um diesen Ton zu bekommen, gehen wir hier einfach auf neues Gerät und ihr müsst ein Audioaufnahmegerät hinzufügen, also ein Mikrofon. So, ich lasse das einfach mal mit dem ganz normalen Namen, scheißegal.
So, und da sucht ihr nach da. Da, hier. Digitale Audioschnittstelle 3 minus USB, Digital Audio. 3 kann wegen dem USB-Port sein oder dass es wirklich immer so heißt. Obwohl, Laptop hieß es genauso. So, und das nehmen wir jetzt. So, und da seht ihr, hier haben wir jetzt den Sound vom Spiel. Wir haben jetzt einen Ausschlag. Wir können hier aber jetzt nicht sagen, dass wir diesen Sound. So, wir können jetzt hier alle einblenden. Ja, ihr seht, was ich alles ausgeblendet habe. Muss ich dann nachher alles nochmal machen? Ich mache jetzt hier nur die notdürftigsten ausblenden. So, aber wir haben halt jetzt keine Möglichkeit, den Sound irgendwie zu hören. Also deswegen bräuchtet ihr halt einen Monitor mit einem Klinkeanschluss oder halt, was weiß ich, so wie ich mein HDMI-Matrix mit einem optischen Ausgang, dann könnte man sich, oder ein Klinker hat da glaube ich auch, oder man macht halt noch optisch zu Klinke. Gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann, dass man halt den Sound vom Spiel bekommt. Weil ihr habt jetzt, im Normalfall habt ihr das so drinne, ihr setzt eure Kopfhörer auf und ihr habt Sound. Also so ist es, wenn ich mit Streamlabs OBS aufnehme, beziehungsweise streame. Habt ihr hier jetzt nicht. Ich habe auch jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, diesen Sound irgendwie, wir müssen den aber erstmal runter machen, der ist ein bisschen zu hoch. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, diesen Sound abzugreifen. Also zu sagen, hier, keine Ahnung, soll irgendwo wiedergegeben werden. Da fällt mir aber gerade was ein. Wenn wir unten auf den Lautsprecher und auf Sounds gehen, Aufnahmegeräte, da haben wir hier digital. Das ist das nämlich. 3 minus die 3 minus Freizeichen. USB, Freizeichen Digital, Freizeichen Audio. Wenn wir das jetzt sagen, wir wollen das abhören und wir wollen das auf Lautsprecher Realtek, dann haben wir Ton. Aber, ich lasse es auch mal so laufen, damit ihr seht, dass das alles so funktioniert. Ihr seht dann hier unten den Ausschlag. Ihr müsst dann definitiv, wenn ihr diese Möglichkeit nehmt, müsst ihr definitiv das abschalten. Also das Desktop-Audio muss abgeschalten werden. Weil sonst kommt euer Desktop-Audio immer noch mit in das. Das wollt ihr aber nur für eure Ohren haben, damit ihr das Spiel hört. Ja? Und wir starten jetzt einfach mal eine Runde. Wir nehmen jetzt einfach nochmal das. Ja, ist alles okay, lassen wir mal so. So. Wir gucken uns dann gleich auch die Qualität an, wie es aussieht. So, wir machen ein paar Bomben. So. Und ihr könntet dann halt abgreifen. Ich mache das jetzt mal hier für mich selber persönlich ein bisschen leiser. So, ein bisschen Ton haben wir jetzt. So, ich mache mal kurz Pause. So, jetzt machen wir mal den Sound abgreifen, machen wir wieder aus. Oder warte, ich lasse das mal kurz an und dann mache ich nochmal eine separate Aufnahme. So, Aufnahme starten. So, wir machen jetzt erstmal eine Aufnahme mit dem Sound, so wie wir ihn jetzt haben. So. Wir greifen halt unseren Sound ab, haben den auf den Kopfhörern, beziehungsweise ich jetzt halt auf den Lautsprecher und ihr seht, läuft alles.
Ja, pack weg. Kommen wir gleich. So. So. Jetzt haben wir uns das so wiedergegeben. Und jetzt machen wir das mal. Aufnahme beenden. Und wir machen mal eine neue Aufnahme starten. Und da machen wir jetzt einfach mal das Desktop-Audio wieder an, so wie wir es vorhin hatten. Dass ihr mal den Unterschied mitkriegt, wie das dann aussieht. Oh. Müssen wir aber ein bisschen runter machen, damit das hier nicht die Ohren wegputzt. Da reicht ja, wenn wir hier kurz ein bisschen spielen. Oh. So. Wir sind gleich hoch mit den Punkten wie die andere. So. Und das reicht jetzt auch schon wieder. Dann machen wir die Aufnahme auch mal beenden. So. Abhören aus, zack, zack. So, nicht, dass ich das doppelt und dreifach habe. Weil das Problem ist, bei den normalen Geräten, ich zeige euch das jetzt mal anhand von meiner Avamedia. Das ist meine Avamedia und ich muss jetzt hier erstmal wieder Wave Sound. So, da ist der Wave Sound immer da. Das ist jetzt meine Avamedia. Dann machen wir jetzt auch mal einfach noch eine Testaufnahme. Aufnahme starten. So, das ist die Avamedia. Das ist jetzt natürlich eine ganz andere Qualität. Das werden wir auch gleich sehen, denke ich mal. Und hier noch ein bisschen testen. Ich will ja schnell die Punkte sammeln, wenn ich schon dabei bin. Es ist total ein Billo-Spiel. Auftrag erfüllt. Absolut Billo-Spiel. Für, wie gesagt, 99 Cent habe ich dafür bezahlt. Dein Preis hält. Naja, so wie letztens. So. Und jetzt gehen wir mal ins PlayStation-Menü, dass wir hier wirklich keinen Sound im Hintergrund haben. Und sagen Aufnahme beenden. So, runter. So. So, hier haben wir unsere drei Aufnahmen. Machen das jetzt hier rein. Machen wir kurz hier Pause. Ich mache jetzt hier extra nochmal lauter, damit ihr das hört. So, ich sehe mein Rad nicht. So. Ich mache auch mal extra großes Bild hier. Das ist die Avamedia, das ist natürlich
Ja, eine andere Qualität, das werden wir auch gleich sehen, denke ich mal. Also das ist die Avamedia. Nein. So, seht ihr? Da habe ich jetzt zum Beispiel nicht mal ein Mikrofon drin. Ne? Warum auch immer. Aber wir machen das mal in Vollbild. So, damit ihr wirklich den Unterschied seht. Also das ist so. Play. Warum ich hier kein Mikrofon jetzt habe, habe ich keine Ahnung. So, das, guckt euch die Grafik an. Also es ist okay. Für eine 18 Euro Capture-Karte ist es mehr als okay, würde ich sagen. Aber halt, ihr werdet gleich den Unterschied zur Avamedia sehen. Hier sehen wir halt noch ein bisschen pixelig und so. Aber es läuft flüssig. Selbst mit der Kamera oben alles, es läuft wirklich alles schön flüssig. So, jetzt zeige ich euch, dass ich halt das Audio aktiviere und dass ich halt das nächste mache. Hier haben wir jetzt auch kein Mikrofon. So. Ich ändere auch hier nichts am Ton, dass ihr das wirklich seht. Und jetzt haben wir hier einen doppelten Ton drin. So, jetzt mal den Ton gerade angleichen. Hört ihr das? Was sich so hallig Echo anhört? Das ist einmal, weil ich gesagt habe, dass der Ton von der Avamedia, ach Quatsch, von der Capture-Karte, dass wir den halt in der Aufnahme haben wollen. Oder der ist ja sowieso in der Aufnahme, aber den kann man halt nicht so anhören. Und dann haben wir hier dieses Abhören. Und ich habe halt diesen Desktop-Audio nicht blockiert in der Aufnahme. Also nicht stumm gemacht. Und da hat man dann halt so ein Echo. So, aber hier auch wieder die Grafik. So, und jetzt machen wir einfach mal das nächste. Das ist jetzt wieder überhaupt kein Vergleich. Das ist die Avamedia, das ist ja natürlich eine andere Qualität. Das werden wir auch gleich sehen, denke ich mal. Ja, seht ihr das? Das ist überhaupt kein Vergleich. Wir können auch nochmal, achso, die Avamedia hat jetzt keinen Ton wegen den Einstellungen. Und zwar, ja, wir Desktop Audio wieder anmachen, weil ich habe ja Desktop Audio ausgelassen und die Avamedia ist ja dann praktisch Desktop Audio. So. Ich mache mal kurz jetzt meine Boxen aus, damit ihr das hört. Also das ist jetzt, wie gesagt, die Avamedia. Und dann machen wir jetzt mal hier Aufnahme starten. So. Jetzt wirklich ohne Ruckler, ohne was. Hier seht ihr auch Start und so, läuft alles ganz gut. So, jetzt müsste das alle drinnen sein. So. Jetzt hier die PlayStation-Taste drücken, haben wir ja keinen Ton. Machen wir hier lauter. Und Aufnahme beenden. Und dann spielen wir die Aufnahme mal ab. Die will er damit nicht abspielen. Oh, mit dem VLC-Player. So. Und da seht ihr das. Jetzt haben wir auch den Spielsound, mein Mikrofon, Grafik ist natürlich kein Vergleich zu der China-Lösung, aber dafür kostet die Capture-Karte auch, also wo ich sie gekauft habe, hat so um die 250 Euro gekostet. Ja, also da würde ich sagen, da ist denn das hier schon, na, komm her hier. Für einen Anfang, wenn man anfangen will, ist das eigentlich okay, würde ich sagen. Ist okay. Aber natürlich kein Vergleich zu den teuren Capture-Karten. Das muss euch bewusst sein, dass das überhaupt kein Vergleich ist. Aber ich habe euch gezeigt, es geht. Wir kriegen den Ton hin und ihr könnt den Ton sogar auf eure Kopfhörer machen. Aber bitte vergesst dann nicht, Desktop-Audio stumm zu machen.
Also nicht jetzt bei Avamedia oder Elgato oder so. Da muss man das anlassen. Ich meine jetzt wirklich, wenn ihr mit der China-Kracher-Methode arbeitet und so einstellt, wie ich es euch gezeigt habe. Desktop-Audio müsst ihr dann stumm schalten. Weil sonst habt ihr dieses Wiederholende, also dieses Echo drin, weil ihr zweimal Ton habt. Ihr habt dann praktisch den Ton vom Spiel, den ihr selber nicht hört, den ihr nur eine Aufnahme hört. Und dann den Desktop, den ihr ja hört, der ja dann zusätzlich noch in die Aufnahme kommt. Also habt ihr den Ton zweimal drin und das ist dann halt nicht schön. So, das soll es auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefreut. Ich hoffe, konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt zu der China-Lösung, wie gesagt, meine Version hat hier 1080p mit maximal 30 FPS. Ihr müsst das natürlich dann auch in der PlayStation dementsprechend einstellen. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Also bei mir jetzt in der PS5. Bild und Ton. Und hier machen wir mal die Auflösung wieder auf 4K. So, die ist jetzt wieder auf 4K eingestellt, die Auflösung, kann ich euch auch zeigen. Wenn wir die Avamedia hier einfach mal beiseite schieben, 2100. Und wenn wir hier natürlich noch HDR automatisch, geht Bild komischerweise auch nochmal weg. Nicht komischerweise, das ist so. So, und dann haben wir natürlich, wenn wir jetzt auf die andere Capture-Karte gehen, haben wir natürlich kein Bild mehr. Weil die halt natürlich 4K mit HDR nicht verarbeiten kann. Da muss man das schon runterstellen. Oder wenn man halt einen Splitter hat, der halt eine Edit-Steuerung hat, dann kann man natürlich in der Edit-Steuerung sagen, ey, Ausgabe 1080p. Auch möglich. Kann ich mit meinem zum Beispiel auch machen. Ich kann sagen, mit dem Matrix, auf einem HDMI möchte ich 4K haben, auf dem anderen möchte ich runtergeregelt haben auf 1080p. Dann könnte ich am Monitor oder am TV mit 4K zocken und in der Capture-Lösung geht dann halt nur ein 1080p-Bild. Aber 4K mit HDR und dann auf 1080p runterskalieren gibt bei vielen, bei meinen habe ich es noch nicht so ganz getestet, weil ich kein 1080p-Bild haben will, gibt es bei vielen Splittern auch Probleme durch das HDR, dass dann das 1080p-Bild nicht mehr so schön aussieht, sondern so ein bisschen, also als wenn da so ein matter Glanz, also so matt drüber ist. Ja? Also da dann wirklich empfehlen, in der PlayStation oder in der Xbox HDR ausschalten, 4K könnt ihr lassen und dann sagt ihr im Splitter runterrechnen auf 4K, von 4K auf 1080p. Dann habt ihr wirklich ein schönes, sauberes Bild auf der Capture-Karte, so wie ich euch eben gezeigt habe. So, das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu dieser, ich werde euch die auch verlinken, China-Kracher-Capture-Karte, oder anderen, ich habe jetzt noch nicht alle durchgetestet, ich will jetzt mir im Januar, Februar will ich mir nochmal eine kaufen, die dann wohl 4K kann oder 4K verkraftet, aber nicht halt als Output, also nur als Input. Da muss ich mal gucken, die kostet aber 90 € oder so, das muss ich mir erstmal zusammensparen, deswegen muss ich da dann erstmal gucken. Aber da soll es dann auch noch Videos zu geben. Aber wie gesagt, das dauert dann noch ein bisschen. So, jetzt haben wir es aber. Und mal gucken, wie die dann ist. Dann kann ich, die werde ich hier, denke ich, mal verkaufen, weil ich will ja sowieso noch eine andere holen. Da ist er. Ich werde euch den Link dazu in die Videobeschreibung packen. Ich werde euch den Link zu zwei vernünftigen HDMI-Splitter beziehungsweise Matrix in die Videobeschreibung machen, die ich habe, mit denen ich sehr zufrieden bin. Ich bin jetzt wirklich weg. Däumchen wären Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.